Ein schöner Frühlingsabend für eine Autopause. Mein Auto ist dekoriert. Ein anderes Auto auch. Es gibt sogar direkte Infoquellen auf den Autos. Passende Hoodies gibt's auch. Passende Outfit haben die Teilnehmer auch. Organisiert haben den Autokurser die Querdenker im Rhein-Neckar-Kreis und die Freiheitsfahrer. Hier ist schon ordentlich Polizei am Start. Wirklich gute Autodeko gibt es hier zu sehen. Und schöne Shirts gibt's hier. Jawohl! Hier sind auch die Freiheitsboten aus dem Rhein-Neckar-Kreis am Start. Yeah, alles für den Dialog. Und auf dem Auto ist auch der Telegram-Kanal von Bodo Schiffmann zu lesen. Eine schöne Journalistenquelle ist hier auch zu entdecken. Und echte Weisheiten sind hier zu lesen. Rücktritt Bundesregierung. Und es gibt richtig schöne Deko auf der Motorhaube zu sehen. Was für eine Polizeipräsenz hier. Das sind harte Fakten. Auch die Gerichte können sich irgendwann bewegen. Ja, richtig. Mehr als 15 nutzen, um andere kennenzulernen und ihnen begegnen, als ob man selber wäre. Wir könnten dieses und jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ich mach lieber was. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Der Frieden verkauft auf keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Friede, Freiheit, Demokratie. Manche Autos sind richtig bunt. Wir ziehen durch die Straßen zu den Plätzen der Stadt. Es ist wieder Samstag und wir trotzen am Nacht. Oh, oh, oh. Ich bin jetzt bei einem Teilnehmer und wir machen ein Interview mit drei Fragen. Einverstanden? Jawohl. Erste Frage: Ist Angst oder Liebe besser? Liebe ist selbstverständlich besser. Nichts ist besser wie Liebe. Wunderschön, das hört sich gut an. Glauben Sie an die Eigenverantwortung der Menschen? Ja, die Menschen müssen Eigenverantwortung leben. Eigenverantwortung für jedes Auto, jede Säule, jeder sollte selbstständig auf seine Gesundheit eigenverantwortlich achten. Sehr gut. Und die letzte Frage: Kann Druckerschwärze Corona übertragen? Ich würde sagen, nein. Druckerschwärze kann diese Frühschätze schwarze Finger machen. Das war's aber auch. Sehr gut, ist ja beruhigend. Dankeschön. Jetzt geht's los. Die ersten fahren schon. Alle haben Warnblinker. Und jetzt ist auch richtig am Start. Die Passanten finden es gut. Hier wird auch gefilmt. Andere Autos werden von der Polizei aus dem Corso gewunken. Vorne ist Polizei, hinten ist Polizei. Das machen die Polizeimotorradfahrer. Die rasen dann immer an der Autoschlange entlang. Den Auto ist ein Zeichen und dann müssen wir an den Rand fahren. Jetzt sind wir im schönen Hoffenheim. Sieht man, wie lang die Autoschlange ist. So ein Corso sieht auf der Landstraße richtig gut aus. Wir sind jetzt im Angelbachtal. Jetzt geht es wieder zurück. Ich mache jetzt beim Autokurs in Zinsheim noch ein Interview mit C und P. Erste Frage: Werden genug Grundrechte eingeschränkt? Was haben wir noch offen? Was könnte man noch einschränken? Gute Frage. Ja, gute Frage. Die sind ja fleißig dabei. Ihnen fallen ja immer was Neues ein. Okay, das sind ja gute Aussichten. Nächste Frage: Sind die Menschen schon paranoid genug?
Da könnte man noch eine Schippe drauf machen, glaube ich. Aber es geht schon in die richtige Richtung zum Wahnsinn bald. Also, kurze Story vielleicht. Ich habe das durch eine Freundin gehört, die ist schwanger geworden und hat ein Kind bekommen. Und dann hat sie eine Woche nach der Geburt eine Blinddarmentzündung gehabt, musste ins Krankenhaus. Da haben sie dann noch Corona festgestellt. Und dann haben sie ihr verboten, das Kind mit ins Krankenhaus zu nehmen. Und die hat dieses Kind gestillt und die durfte das Kind dann nicht weiter stillen. Und der Mann musste auf das Neugeborene, auf den neugeborenen Säugling aufpassen alleine. Und der Frau wurde verboten, das Kind mit ins Klinikum zu nehmen und zu sehen. Und die war 2,5 Wochen isoliert, komplett von dem Kind abgeschirmt. Also ich weiß nicht, wo wir da so landen. So viel zu paranoid. Ja, ja, harte Geschichte. Ja. Das ist wahr. Dritte Frage. Ist die Regierung autoritär genug? Bis jetzt muss ich sagen, ich persönlich finde, es könnte viel schlimmer sein. Also es gibt natürlich Staaten, wo das viel extremer ist. Bei uns fängt es jetzt so nach und nach an. Ärzte werden durchsucht, Kennzeichen aufgeschrieben, Bußgelder gedroht, irgendwelche Gesinnungsschreiben sollen Jugendliche verfassen, die sich nicht gegen die Regeln halten. Im Radio sprechen die schon von anderen Regierungen wie China, wie es da denn läuft. So langsam wird es alles in den Ohren von den Leuten, durchs Radio. Oh, wie ist es denn dort? Ja, ist schon schlimm, aber an. Vielleicht, was machen die denn da? Ja, es funktioniert, die Zahlen gehen runter, da muss ja was dran sein. Ja. Wir sind mal gespannt, wo es hinläuft. Also Gott sei Dank kann man noch was machen, aber es wird natürlich da immer stärker gemaßregelt. Ich bin mal gespannt, wo das hinläuft. Ich auch. Ich danke euch beiden, C&P. Bitte. Gute Reise weiterhin.